Wir schauen uns heute die neue Spieleraufgabe zu Todd's Bamford genauer an. Viel Spaß! Wir schauen uns zunächst an, wie du Bamford einfach abschießen kannst, danach werfen wir einen genauen Blick auf die Karte. Wie schon letzte Woche kannst du die Aufgabe entweder in Squad Battles auf Weltklasse oder in Rivals erspielen. Das Coole daran ist, dass du die Karte zusammen mit einem Kollegen in Coop erspielen kannst. Wenn ihr zusammen spielt, zählen die Aufgaben dann für euch beide. Wenn du noch jemanden suchst, mit dem du die Aufgaben zusammen machen kannst, kannst du einfach gerne unserem Discord in der Beschreibung joinen. Dort kannst du jemanden suchen, der auf deiner Konsole zockt und mit dir die Aufgaben zusammen abschießen will. Insgesamt musst du in 12 separaten Spielen ein Tor per angeschnittenem Schuss mit Engländern erzielen. Diesen führst du einfach mit R1 aus. Im Hintergrund siehst du jetzt ein Team eingeblendet, was nicht allzu teuer ist und mit dem du die Aufgaben schaffen kannst. Hiermit schaffst du es besonders gut in Squad Battles, guck aber natürlich auch erstmal, welche Spieler du noch im Verein hast, die passen würden. Wenn du selber nicht so gute Spieler hast und auch keine Münzen für ein gutes Team hast, ergibt es sicher Sinn, mit jemandem Koop zu spielen, der ein besseres Team hat. Dann gehen die Aufgaben vermutlich deutlich einfacher. Insgesamt musst du 7 Spiele gewinnen. Dabei musst du ein Tor mit einem Premier League Spieler machen, was bei diesem Team ganz automatisch klappen würde. Die zweite Aufgabe klappt auch ganz nebenbei, da du hier eigentlich nur ein komplettes Premier League Team brauchst und für die erste Aufgabe empfehlen wir dann noch eine Formation mit 2 Stürmern. Insgesamt sind die Aufgaben also wirklich nicht allzu schwierig. Lass doch jetzt gerne mal ein Abo auf dem Channel da, um kein Video mehr zum Tod zu verpassen. Kommen wir zu der Karte von Bamford. Er hat leider nur 3 Sterne Skills, 3 Sterne Weakfoot, dazu die Arbeitsraten hoch. Die Werte sehen insgesamt in Ordnung aus, sind aber aktuell nicht wirklich Besonderes mehr. Gerade der Antritt ist nicht so gut, dafür sind die Schusswerte richtig gut. Bei den Passwerten ist der kurze Pass stark, die Dribblingwerte könnten etwas besser sein, der Rest ist in Ordnung. Am besten spielst du ihn mit Engine, damit sieht er schon deutlich besser aus. Als Engländer aus der Premier League ist natürlich sehr einfach zu verlinken. Gute Links sind zum Beispiel Rashford, Jones, die SBC haben viele gemacht, oder auch Rafinha. Das war's mit dem Video. Wenn du noch Fragen zu den Aufgaben hast, dann stell sie gerne in den Kommentaren. Lass jetzt noch ein Like und ein Abo da, wenn dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.